Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich drehe heute mal eine Hoftour. Meine Schwester ist wieder hinter der Kamera wie im Teil 1. Ja, dann ist hier der Reitplatz. Weil das ist nicht so aufgeräumt, aber ja. Hier, der ist nicht so. Hier ist der klein, also der ist nicht so groß. Weil, ja, ich brauche auch nicht so einen großen, weil ich habe eine gute Reithalle. Und man kann auch in den Hof reiten. Und man kann da drin auch longieren. Pass auf. Aber da ist gerade nur ein bisschen Western-Zeugs drin. Ja, wenn man dann hier reingeht, hier ist es ein bisschen unordentlich. Ja, da schmeißt jemand nur alles rein, das musst du nicht filmen, Lena. Sind hier die Chatties. Und hier ist eine andere Stelle. Das ist Chocolate Chip, Spotty und Orange. Und hier neben ist der Twix mit einem selbstgemachten Halfter, was sehr hässlich ist. Und die Heartbeat. Ja, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, aber ja. Die Namen stimmen nicht. Oh, hier ist noch Weihnachtsdeko. Egal. Hier sind noch ein paar Ponys, und zwar die Shira und der Duke. Der Duke ist eigentlich ein Hengst, aber ich mache ihn als Wallach. Die stehen hier in einer Doppelbox. Hier ist die Eskada mit ihrem Fohlen Odin. Odin hat gerade einen Halfter, aber ja, egal. Daneben ist die Lissy mit Snoopy und hier hinten die kleine Cinderella. Hier ist Gummibär. Gummibär hat jetzt nur so einen Zaun, den hier, eine Leiter, weil ich davon das Ding hier verloren habe. Daneben, und hier steht ein bisschen Futter und hier stand auch eine Putzkiste. Hier ist Annabelle, das Pony, was ich auch im echt reite, hat mir meine Freundin Lina repainted. Und hier ist nochmal ein Repaint, und zwar kann ich mich nicht entscheiden zwischen Black Beauty oder Black Angel. Was sagst du? Angel. Black Angel heißt jetzt. Dann ist hier die Zweihandvrana, der Pig und der Oreo. Und dann, wenn wir noch eine Box weitergehen, ist hier der Nordstern, der alte Friesenhengst. Ja, der Stall hier ist selbst gebaut. Der. Und da, ja, ist es sehr unordentlich. Das hier ist Gürtli, ein Gürteltier. Dein Handy fokussiert voll gut. Hm. Ja, das ist so ein Kleintiergehege. Da liegt noch der Hase Poppy. Der Hase Krümmel. Hieß der, glaube ich. Habe ich schon voll lang. Und das Erdmännchen. Ridolin. Und hier. Und dann noch das hier. Was keinen Namen hat. Wie soll es heißen? Lena? Maus. Maus. Dann ist es jetzt in der Maus. Ja, die mache ich dann noch mal schön. Hier ist ein Eisbär. Fragt mich, wieso auf meinem Hof ein Eisbär rumläuft. Der läuft hier rum. Hier liegt noch eine LED-Fernbedienung. Für das LED da. Ja, dann ist hier noch so ein kleiner Putzplatz. Ja. Und hier ist noch eine Schubkarre. Und dann ist hier noch Weihnachtsdeko. Und in den Stall stehen ein paar sehr alte Pferde. Da liegt noch eine Putzkiste rum. Was heißt steht? Also, es liegt nicht, aber es steht hier so ein Leckerlis. Den hat gerade was umgeschüttet. Ja, hier ist Rose mit ihren vollen Schneeflocke. Da. Ja, die hat eine selbstgemachte Decke. Hier ist Dancer mit Socke. Dancer hat auch eine selbstgemachte Decke. Gegenüber von Dancer steht Bella. Sie hat eine Schleichdecke mit ihrem Fohlen Bell, was eigentlich nicht ihr Fohlen ist, aber ich nehme es immer als ihr Fohlen. Und hier steht der Timmy mit einer selbstgemachten Decke und Karamell. Ja, daneben ist der Hundeplatz, das Hundegehege. Das ist ja sehr klein für die Hunde, aber ja, ich stelle jetzt nicht die Hunde vor, weil soll ich? Weil das sind sehr viele. Ja, aber die kennt, glaube ich, jeder. Hier sind dann noch so einen kleinen Unterstand mit Marco Polo und Hoppel. Und noch ein Besen und eine
Putzkiste. Dann ist hier nochmal Weihnachtsdeko. Und falls es euch aufgefallen ist, hier ist rot, silber, rot. Und hier ist silber, rot, silber. Ja, immer noch Weihnachtsdeko. Aber so, hier ist es abgegangen. Hier ist die Lichterkette abgegangen. Wenn man da reinguckt, ist hier Mia, eine Putzkiste und Leckerlis. Hier habe ich noch sowas gemacht mit Glühgummis, dass man die Pferde hier drin einbinden kann. Hier ist Peppa mit ihrem Freund Princess. Hier ist Jellybean mit ihrem kleinen Freund Zitrone. Die Boxen sind frei, da steht Flocke mit Chocolate, nee, mit ja, Chocolate und Fee drin. Und hier Jonas mit Zoe und Zeus, aber die sind auf der Pappel. Hier sind zwei Ziegen. Uninteressant. Hier ist der Hühnerstall. Ja, da ist Gilbert. Ich habe sehr viele Gilberts. Cheep und Gisela. Hier sind noch kleine Enten, die waren alle in ein Set dabei, aber ja. Und dann ist hier so, ich fehle mir das ganz. Dann ist hier so ein Haus. Da unten stehen noch ein paar Pferde. Zwar mit der Kamarkhengst namens Silvester. Und da hinten, ich glaube, es ist ein Clydesdale oder ein Shire. Er hat noch keinen Namen. Ja. Ja. Hier ist dann ein Bett, eine Katze, ein Ofen und ein Katzenkörbchen. Da unten ist ein Waschbecken, Trinknäpfe und ein Tisch. Und dann, wenn man die Leiter hier hochgeht, ist hier so eine kleine Abstellkammer. Hier hängen noch ein Sattel und eine Trense dran, die da nicht reingepasst haben. Hier ist ein Arztkoffer, da ist ein bisschen Futter, eine Katze, Futter, da ist auch noch ein bisschen Futter und ein Korb. Und da ist eine Putzkiste und ja, noch ein paar andere Zeugs. Da sind Gamaschen drin, hier. Und da ist ein Sattel und da ist noch ein Heuwagen-Ding. Weiß nicht, wie das heißt. Dann ist hier die Koppel. Da steht hier der Crasher drauf. Der Hannoveraner-Wallach. Hier steht Chocolate, Fee und Toffee. Stehen hier an diesen Heuballen. Hat Melina gemacht. Da ist Shakira. Hier ist Zoe, hier ist Zeus und da ist Charming. Und da ist Jonas, der im Hauptstall steht, Maya und Flocke. Hier ist nochmal ein selbstgebauter Stall. Hier ist auch noch Weihnachtsdeko dran. Davor ist aber noch ein Waschplatz mit ganz vielen Halftern. Das sind nicht alle, aber ja. Hier ist noch ein Ding, da steht nur Putzplatz ordentlich hinterlassen drauf. Ein Futternapf und ja, ein Eichhörnchen und hier Papi, der Papagei, sehr kreativer Name. Wenn man die Tür aufmacht, sieht man hier drei Boxen. Das sind Privatboxen. Und hier noch Kammern, aber die benutze ich irgendwie nicht. Ja, hier ist eine Katze drauf. Hier ist der Domino und der Chico. Daneben ist der Lucky und der Sim. Und da steht die Maya mit ihrem Hund Charming. Aber die sind ja gerade auf der Koppel hier. Sieht man auch hier durch das Fenster. Und da ist noch ein Putzplatz, aber ja. Dann ist hier nochmal ein Weihnachtsgeschenk. Das ist dieser Stall. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Das, also das hier und dieses Haus ist vom Farm World. Das auch. Da hängt noch eine Decke auf dem Dach. Hier ist dann, hier unten stehen dann, nee, ja, fangen wir hier an. Das hier ist der Pepsi, wie mein Holzpferd. Daneben, also hier steht der Raven drin. Das sind zwei Tennessee Walker Wallache. Das normale Modell und das Exklusivmodell. Dann ist hier noch der Beagle Pier Ellie drin. Und Maxi, so wie unser Hund, und ein Teddy. Hier, wenn man die Leiter hochgeht, ist dann hier noch erstmal so ein unwichtiger Haken. Noch so ein Futterding. Eine Putzkiste, ein bisschen Heu, eine Maus, Futter. Eigentlich ist es nur eine Futterkammer, also nicht so wichtig. Wenn man dann wieder die Leiter runter geht und hier hin, dann ist hier eine Katze und ein Zaun, der umgekippt ist. Da steht die Ellie drinne und die Diamond. Daneben hier steht der Nemo drinne. Da steht noch Emmy, aber das Namensschild stimmt nicht. Das hier ist die Genie,
ein Tennessee Walker Stutenmodell und das habe ich in 3 Bemalungen. Also wenn ich noch eins habe, habe ich eine Konga. Das hier ist nicht Sunny, das hier ist Missy, aber ich nenne sie jetzt Sunny. Nee, sie heißt Missy. Hier ist noch das Futter. Daneben ist hier noch ein Halfter. Das hier, die hat keinen Namen, weil sie ist auch ein Weihnachtsgeschenk. Und da steht noch so ein McDonald's-Fuhren drin. Ja, das heißt McDonald's. Ich kann sie eigentlich McDrive nennen. Ja, das hier sind die Boxen von Crasher. Sieht man hier. Und daneben steht die Shakira. Die stehen beide auf der Koppel. Ja, und da ist auch noch Weihnachtsdeko. Das sind halt die Boxen vom Haus. Und hier ist noch vorbereitetes Futter. Und hier sind 2 Schweine, die sind umgekippt. Da ist noch eine Schubkarre mit so Möhren drin. Und hier ist so ein kleines Reiterstübchen. Das ist eigentlich zugeklappt, aber jetzt haben wir es mal aufgeklappt. Hier oben auf dem Dach ist noch ein Eichhörnchen. Hier ist auch noch ein Eichhörnchen. Fragt nicht, wieso das da drin ist. Da ist noch ein Rucksack und so. Ja, ist eigentlich nicht so spannend. Und hier ist dann von Sunny die Box. Und hier ist halt noch Möhren. Und, hä? War der Hase nicht davon mit da? Dann heißt er jetzt auch Poppy. Ja, mit ihren vielen Flöckchen. Und die Tür ist eigentlich falsch rum, aber egal. Und dann ist hier das Haus, soll ich das noch zeigen? Gut. Wenn man, hier sind ganz viele Katzen drin. Ja. Die tue ich mal alle raus. Ach, da ist noch Weihnachtsdeko. Kann ich auch raus tun. Okay, dann fangen wir hier an. Ich mache mal kurz die Treppe weg. Da ist der Eingangsbereich, sind hier noch ein paar Näpfe für Tiere, ein Besen. Aber eigentlich nicht so spannend. Dann, wenn wir links weitergehen, ist die Küche. Da ist hier ein Herd, aber das kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Ja. Und so. Da ist das Wohnzimmer, da sind 2 Fernseher drin, einmal hier und einmal da an der Wand geklebt. Kann man einen Doppelfernseher gucken, wenn man dann die Treppe hochgeht. Ist hier das Badezimmer, kennt man auch schon, nur noch mit dem Schrank von Playmobil. Und da ist ein Kissen runtergefallen. Dann ist hier noch das Elternschlafzimmer, kennt man aber auch. Da ist noch eine Pinnwand und Weihnachtsdeko. Mein Hof ist noch weihnachtlich dekoriert. Da ist noch so ein Doppelstockbett, kennt man aber auch schon, eine Pinnwand wieder. Und hier geht's raus auf den Balkon. Ja. Da steht eine Bierkiste, weil das für meine Hobbyhäuser sind. Musst du nicht ranfüllen? Ja. Dann kann man hier die Klappe hochgehen. Aber ja, und dann ist hier. Okay, sie sollte da eigentlich nicht liegen. Achso, sie heißt übrigens von Teil 1. Sie hat eigentlich keinen Namen, sie heißt einfach nur Bambus. Dann ist hier ein Holzblock, wieso nicht? Ja, hier ist noch ein Bett, da stand eigentlich mal Luisa dran, aber es ist abgefallen. Weil da Luisa schläft, hier sind noch Weihnachtsdeko. Hier steht Sophie, das sieht man hier. Hier, warte, hier. Habe ich gemalt, weil mir langweilig war. Und hier schläft Lea. Da. Ist sehr ungleichmäßig geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und ciao, Kakao.